Grüß dich, ich zeige Ihnen heute, wie man ein Bierbrot macht. Das Rezept habe ich von meiner Urli-Oma. Zuerst haben wir einmal ein lauwarmes Bier. Das tue ich einfach schon 2 Stunden vorher raus. Lass es ein wenig warm werden und tue es nachher in den Ofen und dann rein in die Kaffeemaschine. Ganz wichtig, ein Drittel überlassen, weil wir das nachher noch brauchen. Nachher nehmen wir die 500 Gramm Weizenbrotmehl. Und die 500 Gramm Roggenmehl. Und nachher werden wir noch die 3 Teelöffel Salz dazu. Und zum Schluss nachher noch den 1/3 vom Bier. Wenn wir den Teig ein wenig geknetet haben, werden wir die Gerne noch dazu. Quasi ist Dampfe, weil es wir schon mit der Mulch und dem Zucker und mit der Gerne gemacht haben. Und nachher werden wir weiter. Ungefähr 7 Minuten kneten. Jetzt haben wir den Teig in einer Schüssel da, wo unten ein Mehl drauf ist. Und jetzt decke ich mal zu, lasse ihn an einem warmen Ort stehen. Ungefähr 45 Minuten, dass er rosten kann und aufgekommen. So, der Teig hat jetzt lang genug gerastet, sage ich jetzt mal. Ist super schön aufgegangen und jetzt will ich mir den Teig schon raus tun, auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Jetzt teilen wir den ganzen einfach in 2 Stücke. Den teilen wir dabei schön mit Mehl. Und decken. Und lenken dabei auf die Seiten. Dann fangen wir das Kneten an, dass es ein schöner, runder Teig wird. Beim Bierbrot ist es so, der Teig ist ein wenig gebickerter aufgrund des Hefegehaltes. Und dazu braucht man einfach ein bisschen mehr Mehl. Also genug schon auf die Arbeitsfläche da, dass man da nicht die ganze Zeit unter der Arbeit unterbrochen wird. Schön die äußeren Teile in die Mitte rein tun und zu einem schönen runden Brotleib formen. Dann werden wir noch schön schleifen. Dann den Knieder drucken, dass er einfach nicht zu hoch ist, weil in die Hähe geht er dann eh beim Backen. Für die Bierkrusten habe ich da jetzt das Roggenmehl mit dem Bier gemischt, dass ich so ein Gemisch zusammenkriege. Und das streichen wir jetzt aufs Brot auf, damit die schöne Krusten entsteht. Kann schön dick sein. Umso dicker das ist, umso besser wird die Krusten natürlich. Schön am Rand auch, dass wirklich alles schön bedeckt ist. Wenn wir es jetzt fertig eingestrichen haben mit dem Roggenbiergemisch, nachher nehmen wir das Mehl, was wir auf der Arbeitsfläche noch übergehabt haben, tun wir in einen Teigel und nachher tun wir das noch durch ein Sieb lassen und aufs Brot auf. Durch das kriegt das Brot bzw. die Kruste dann eine ganz gute Form. Das zweite auch noch. Auch wieder schön am Rand überall, dass alles gut bedeckt ist. So, und sobald das erledigt ist, schieben wir es in den vorgeheizten Ofen bei 220 Grad. Und das Wasserglas dient dazu, dass wir genug Dampf im Rohr haben, dass es schöner aufgeht.